Im Endeffekt hat jeder, also sollte jeder eine Persönlichkeit haben und dann ist es halt so, ja. Nur weil das eine mehr oder weniger vertreten ist, sollte das nicht unbedingt einen extra Namen kriegen. Aber das ist es ja so, ne? Man hat mir ja. War das nicht? Ja, klar, man hat mir ja dann in der Ausbildung beispielsweise auch versucht, Asperger anzuhängen. Und da hat man sich tatsächlich hingestellt und gesagt, wenn du dir das diagnostizieren lässt, wenn du das offiziell hast, dann können wir mit dir besser umgehen. Ja, also die Leute in meinem Betrieb hatten Probleme mit mir und meinten, wenn sie das dann schriftlich hätten, dann könnten sie besser mit mir umgehen. Obwohl ich ja so oder so immer noch dieselbe Person wäre. Aber dann hätten sie quasi schriftlich, dass ich in Anführungsstrichen Gaga bin und dann gäbe es wohl weniger Probleme. So nach dem Motto, wenn es das nächste Mal Stress gibt, dann können die Leute einfach das Stück Papier rausholen und sagen, ach, ihr müsst das verstehen, der ist Gaga. Ne, und dann sagen alle so, ach ja, okay, ja, verstehe, so, das ist komplett bescheuert.